Ich mache heute mal ein kleines Halloween-Special für euch und nächste Woche wird es auch noch eins geben. Ich mache aber mit Off-Stimme, also spreche drüber, weil ich mich konzentrieren muss bei den Looks und deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel reden. Und ja, da geht's auch schon los. Okay, als erstes werden wir unsere Haare mal ein bisschen flechten und zurückstecken. Im Übrigen werde ich euch natürlich alle Produkte, die ich dafür bestellt habe, um diese Videos zu drehen, unten in der Infobox verlinken. Außerdem wurden mir für dieses und für das nächste Video Kontaktlinsen von MadLens gesponsert. Jetzt setze ich mir auch schon eine Glatzenkappe auf. Das sieht lustig aus, wie eine Badekappe irgendwie. Jetzt benutze ich mein Flüssiglatex, um die Glatzenkappe etwas fester an meinen Kopf zu kleben. Dann mache ich erstmal mein Septum raus. Und ja, jetzt habe ich einfach ein bisschen Watte mit Latex auf mein Gesicht geklebt, einfach um meine Nase abzuflachen, ist aber nicht wichtig, denn ich habe das Ganze danach wieder entfernt, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es ohne einfach besser ausgesehen hat. Dann nehme ich mir meinen Kajalstift von Essence und male mir meine Alien-Gesichtsform auf. In diesem Video mache ich mir nämlich den schwarzen Hintergrund zunutze, um eine optische Täuschung zu gestalten. Jetzt benutze ich meinen grünen Abdeckstift von NYX Cosmetics, um eine Art Base zu schaffen, da Aliens ja im Klischee etwas grünlichere Haut haben und somit habe ich wie eine Art Foundation für mein Alien-Gesicht. Dann nehme ich mir schwarze Theaterschminke und tupfe die schon mal grob auf diese Stellen, die am Ende quasi vor dem schwarzen Hintergrund verschwinden sollen. Nun setze ich die schwarze Theaterschminke ein bisschen mit schwarzen Lidschatten aus meiner BH Cosmetics 120 Color Palette. Nun setze ich meine Kontaktlinsen ein, die mir von MadLens gesponsert wurden. Ich verlinke euch die Kontaktlinsen von MadLens natürlich auch in der Infobox. Schaut da unbedingt vorbei, die haben richtig coole Kontaktlinsen für Halloween zum Beispiel. Nun habe ich auch meine Augenbrauen mit Latex abgedeckt, was auch nicht so wichtig ist, weil ich das dann im Nachhinein auch wieder abgemacht habe. Dann habe ich an die Stellen, wo ich das Latex gerade abgemacht habe, meine grüne Base noch fertig aufgetragen und habe dann mit meiner BH Cosmetics 120 Color Palette einen türkis schimmernden Grundton überall da aufgetragen, wo ich Alienhaut habe. Dann habe ich mit meinem NYX Abdeckstift noch meine Lippen und meine Augenbrauen abgedeckt und habe dann überall da, wo normalerweise Concealer-Highlight hinkommt, mit hellgrünen Lidschatten ein paar Highlights gesetzt. Und dann habe ich einen dunkeltürkisen Lidschatten genommen und Schattierungen gemacht, wo man normalerweise konturiert. Und mit diesen drei Tönen schattiere ich immer weiter meinen Alien-Kopf, Alien-Body-Paint, damit das Ganze einfach noch mehr Tiefe kriegt und noch realer wirkt. Nun habe ich mir meinen Kajalstift genommen und habe mir eine Art Alien-Nasenlöcher aufgemalt. Und das habe ich dann mit meinem flüssigen Eyeliner von Catrice nochmal ausgefüllt und es mit schwarzen Lidschatten gesettet. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner-Strich gezogen, einfach um meine Alien-Augen noch optisch ein wenig zu vergrößern. Und habe auf meine Wasserlinie noch den schwarzen Kajal von Essence gemacht. Dann habe ich mir zwei NYX Cosmic Metal Lip Creams genommen und habe damit ein bisschen meine Lippen verziert und ein paar Punkte ins Gesicht gesetzt.
das ist der fertige Look. Man muss sich jetzt nur noch richtig hinsetzen, so dass man die Stellen Haut, die nicht gesehen werden sollen, verdecken kann. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Was denkst du über diesen Halloween-Look? Schreib es in die Kommentare. Und auf jeden Fall, wenn du das nächste Halloween-Special nicht verpassen willst, was auch sehr interessant wird, dann klick jetzt auf Abonnieren und teile das Video mit deinen Freunden. Würde mich wie immer sehr, sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Bye!